Das Gesetz ist letztlich dazu da, die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Achtung der Menschenrechte umzusetzen. Und das hat sich Deutschland nicht einfach selber ausgedacht, sondern Deutschland kommt damit seiner staatlichen Schutzpflicht nach. Denn die Vereinten Nationen haben schon vor einigen Jahren die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte vereinbart. Und Deutschland ist verpflichtet, die hier eben bei uns auch umzusetzen. Und deswegen sind ab 01.01.2023 Unternehmen schon mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden angehalten, diese Sorgfaltspflichten einzuhalten. Und ab 01.01.2024 sind es dann Unternehmen bereits ab mehr als 1.000 Mitarbeitenden.